Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, es wird ein bisschen kühl draußen, das heißt, wir müssen etwas tun. Und wann tun wir das? Nach dem Intro. Ihr habt's gelesen, wir machen unser Auto jetzt winterfest. Wir haben ja eine Heizung hier für den Abwassertank, also winterfest ist er ja schon, also ist er winterfest hat verkauft Malibu den Wagen, nicht jetzt wintertauglich, sondern eigentlich winterfest. Oh, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Guckt selber nach, wir haben aber eigentlich schon gute Erfahrungen mit dem Kuwi gehabt und mit dem auch, aber es wird Zeit ein paar Sachen hier zu modifizieren. Für euch, unsere Roller sind ja zum Beispiel raus, den nutzen wir natürlich im Sommer nicht, im Winter, was soll das damit? Und wir haben ein paar Kühlstellen hier im Auto, die möchten wir jetzt ein bisschen verbessern und darum geht es in diesem Video. Ein bisschen Elektrik machen wir am Schluss auch noch, ja, wo genau. Wir gerade mal dabei sind, genau. Da regt uns auch etwas auf und für den Winter vielleicht sogar auch noch ein bisschen besser, weil es mehr Licht bedeutet, weil ihr wisst ja, Licht können wir eigentlich nie genug haben. Und anfangen tun wir hier in der Dinette und jetzt ist die Frage natürlich, was machen wir denn jetzt eigentlich auch in der Dinette? Tja, da werden wir jetzt erstmal was Flauschiges verlegen, würde ich sagen. Viele von euch, die haben ja auch, ich sag mal, so Teppiche verlegt und so weiter. Und genau das werden wir auch tun. Genau, wir sind inspiriert von Frieda. Genau. Von Frieda und Tour. Instagram-Kanal ist gerade hier eingeblendet. Genau. Da sind wir nicht inspiriert von. Die haben nämlich auch einen Teppich drin. Allerdings in der Dinette können sie den nämlich nicht, wie heißt es, das Fach mehr benutzen. Ne? Ich glaube, das ist nicht ausgeschnitten. Und das wollen wir natürlich anders machen. Genau. Das heißt, ich schneide das Fach dann auch aus. Genau, wir benutzen ja ein bisschen das Fach, aber das ist auch ein Diebstahlschutz, kann man ja fast sagen, weil wenn der Teppich da drauf liegt... Na klar. Aber das machen wir jetzt. Teppich liegt da für euch, das sind insgesamt 6 Quadratmeter, die wir gekauft haben. Wir haben einen sehr guten Teppich gekauft, genau. Den wir bei T-Docs gekauft haben, 30 Euro. Kann man nicht sagen, ist also selbst bezahlt. Ja, und reicht fürs ganze Auto, hätte ich beinahe gesagt. Also genau, weil wir wollen auch vorne im Fahrerraum natürlich den Teppich hinlegen und wir wollen dann gucken, dass wir so eine Art Läufer dann jetzt hier noch in der Küchenzeile haben, genau. Dass wenn du halt vom Fahrersitz aufsteigst, bis ins Bett gehst, dass du da halt ein bisschen ja, Teppich dann da hast. Ne? Genau, ein bisschen Wohlfühler, weil der Holzboden, der hat doch schon eine ganz schöne Kühle. Aber anfangen tun wir jetzt in der Dinette, wie gesagt, dazu baue ich erstmal die Tische. Ab. Ab geht's. So, der Dinette-Tisch ist natürlich raus. Jetzt haben wir hier den langen Teppich. Sind 2 Meter mal, was haben wir gekauft? 3 Meter, genau, also 6 Quadratmeter. Und ein Teil natürlich hier für vorne für die Dinette. Dann haben wir für ganz vorne natürlich noch ein Stückchen. Und wir wollen ja hier noch einen Läufer hinsetzen, das heißt, alles daraus sollte das gebaut werden. Was ich jetzt als erstes mache, ist erstmal, ich schneide mir erstmal so viel ab, wie ich hier brauche für diesen, für die Dinette-Bereich. Also das heißt, ich glaube, das sind 80 cm. Die schneide ich mir jetzt erstmal ab von dem gesamten Teppich und dann können wir den hier reinlegen und auch ein bisschen besser damit arbeiten. Also man kann sagen, schon mal eins ganz klar, wenn ich da drauf sitze, ist es schon viel gemütlicher auf dem Teppich. Wir haben den jetzt nämlich grob zugeschnitten und das nächste, was wir jetzt machen, ist erstmal befestigen auf der Klappe, die ja hier unter ist. Wir haben doppelseitiges Klebeband für extra Teppich und so weiter, denn das hier soll fest verbaut werden. Und danach werde ich dann die Klappe ausschneiden. Ja, und wenn das dann soweit fertig ist, dann müssen wir mal weiter gucken, wie es weitergeht, nämlich den ganzen Feinschnitt und so weiter. Hier an den Kanten muss man nochmal fein schneiden, dass das ein bisschen sauberer aussieht und ja, der Rest, den sehen wir dann. So hard to see from the moment we arrived. Cornelia, you are one who will survive. Been bad. You put smiles on everyone.
So, fertig oder was? Der erste Teil ist fertig. Ach Mist, muss ich noch weitermachen? Ja, also himmelweiter Unterschied jetzt in der Dinette, können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Ja. Zum normalen Fußboden. Ich kann nur sagen, da hat der Marcel, der hat mich nämlich da so ein bisschen zu überredet, dass wir das endlich dann auch mal machen. Wir haben das zwar schon länger gesagt, dass wir es machen wollen, aber das war auf jeden Fall eine super Sache, dass er da nochmal das jetzt angegangen ist und dass er nochmal ein bisschen gedrängelt hat. Du hast ja gestern Garagen gearbeitet und ich habe ein bisschen Papiere gesortiert und ich habe hier einen Zettel gefunden, was auf unserer, auf dieser der riesen, To-Do-Liste. Auf der To-Do-Liste. Nein. Da stand noch Teppich drauf. Also dementsprechend war es dringend notwendig, jetzt wo es Winterzeit ist. Können wir bald einen Haken dran machen. Können wir bald einen Haken sehr drin gut. machen. Es ist auch so jetzt ausgeschnitten, dass wir auch an das Fach noch rankommen genau. können. Es ist geklebt, habt ihr ja gesehen. Wir haben euch ja ein paar Bilder jetzt eingeblendet. Genau, die ganze Zeit. Ich habe es nicht mit Flüssigkleber gemacht, sondern wir haben das doppelseitige Klebeband genommen, was für Teppiche und Bodenbelege geeignet ist. Also das heißt, das haben wir auch gleich mit in diesem Fachmarkt damit gekauft und gut ist es. Ja, und das hält gut. Also ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt damit schon mal sehr zufrieden. Ja. Jetzt geht es nach hier vorne. Jo. Das wird ein größerer Aufwand jetzt, glaube ich, werden. Müssen wir mal gucken. Schauen wir einfach mal. Ich werde ein bisschen was losschrauben müssen, das glaube ich schon. Aber genau. Und dann Stück für Stück. Das Einfachste ist nachher der Läufer im Flur. Nee, der ist auch nicht einfach. Wieso? Weil den werde ich ausschneiden. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie du es machen willst. Denk dran, hier vorne bleibt, kommt kein Teppich hin. Nee, nicht? Nee, nur im Flur. Dass du von hier darauf gehst. Ah, okay. Dann müssen wir mal gucken. Wegen den Dreck, den du reinbringst, sonst hast du ihn direkt auf den Teppich. Ah. Keine Vollständigkeit. Ich habe gedacht, da noch eine Matte da drauf. Nein, ich möchte keine Vollständigkeit hier dran haben. Ich möchte ein bisschen Holzboden noch haben. Es soll ein Läufer sein. Okay, also habt ihr gehört, dann werden wir das mal so versuchen umzusetzen. Naja, wir müssen uns das einfach mal angucken, was auch noch überbleibt und das sehen wir dann. Du hast einen Auftrag jetzt erhalten, per Video aufgenommen. Ja, ist in Ordnung. Also los geht's, weiter geht's. Für uns gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten, hier vorne den Teppich einzulegen. Und zwar entweder einmal als gesamte Matte, die man dann relativ einfach wieder rausnehmen kann. Denn hier unter sind Versorgungsschächte, das heißt, da muss man natürlich mal ran. Da ist die Batterie, die Starterbatterie drin. Wäre also blöd, wenn man im Winter, gerade im Winter, nicht rankommen würde und erst alles auseinanderbauen muss. Oder, das ist die zweite Möglichkeit für uns gewesen, dass wir sagen, okay, wir schneiden alles einzeln aus, kleben das dann alles fest und so weiter. Aber dann haben wir im Sommer auch das nicht die Möglichkeit, mal den Teppich rauszunehmen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir das als gesamte Matte erstmal reinsetzen. Wenn wir da später sagen, ach, wir wollen das doch noch als, ich sag mal, ausgeschnittene Variante und dann festkleben, dann können wir das immer noch machen. Für uns ist es nur wichtig, das Ding muss groß genug sein, es muss überall in die Ecken, muss es schön anliegend sein, weil ich will nicht während der Fahrt, dass die Pedale irgendwie, also dass da der Teppich hochkommt. In der Regel passiert das sowieso nicht, wenn der schön stramm überall sitzt. Aber das will ich natürlich vermeiden. Oder ansonsten muss ich da nochmal einen Kleber hinsetzen, das werden wir dann sehen. I think of you and of all I should have done. Auch vorne ist es jetzt fertig. Ja, das wird gleich wohnlicher. Genau. Also wirklich, das macht schon was her, wenn man da einen Teppich drin hat. Ist gut. Wie gesagt, im Sommer braucht man es wahrscheinlich nicht. Und wir waren ja nun stark Sommer unterwegs, wobei auch im Frühjahr unterwegs. Aber da war es noch irgendwie nicht so. Und jetzt langsam. Und wir planen ja einen langen Trip. Ja, es wird eine lange Winterreise geben. Und dementsprechend haben wir gesagt, das wollen wir uns mullig warm machen und das merkt man definitiv. Und vorne sieht es jetzt echt ganz schöner aus. Mhm. Ja, Staubsauger werden unsere neue Freunde werden. Naja, früher hast du gefegt, jetzt hast du einen Teppich, aber das ist nun mal so. Ne? Lieber das so und dann gemütlicher als alles andere. Jetzt haben wir immer noch, und ich habe das schon mal hier ein bisschen so Reste ausgelegt, hier unten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Zur Not machen wir ein Foto davon. Ich glaube, man kann es sehen. Ja, und wieder, es rutscht nichts. Also es ist so, wie ich mir das plane mit einem Läufer. Ja. Da müssen wir uns jetzt noch zurechtschneiden. Stefan ist noch am Überlegen, ob in der Trittstufe vom Ducato, vorderen Bereich, genau. Ob er da noch was ran hat. Ich finde, eigentlich muss nicht sein, weil irgendwo ist er dann noch doch für die Schuhe. Na, ich finde es schöner, wenn das da drinne ist, denn das gilt dann gleichzeitig nochmal so ein bisschen als Abtreter und ja, da ist dann halt ein bisschen mehr Schmutz dann da lieber drin, als in dem anderen Teppich. Wir diskutieren das aus, weil du willst es ja einkleben da, ne?
Ja, da würde ich es dann halt ankleben. Und deshalb diskutieren wir das noch aus, ob wir das wirklich so haben wollen, weil es ist immer noch mit Sand und sowas alles. Deshalb wird das noch eine Diskussion geben. Ihr werdet aber noch im Laufe dieses Videos sehen, wie die Diskussion ausgegangen ist. Genau. So, jetzt machen wir eine kleine Mittagspause und danach geht es weiter mit den Läufer auf jeden Fall. So, so eine Wackelese, siehst du? Waren schon Wackels. So, nachdem wir gut gegessen haben, haben wir nochmal rumdiskutiert, wie wir das jetzt machen würden. Wir haben ja gerade gesehen, dass jetzt theoretisch war ja so ein Plan Läufer und Stefan möchte unbedingt in den Türen so ein Stück Stoff noch haben. Ich möchte in den Türen momentan keinen Stoff haben. Ich möchte das erst so wissen, wie das so mit Sand und alles ist. Und bevor ich da was mache. Ja, wir heben uns einfach ein Stück Teppich auf. So können wir es zu jeder Zeit nochmal machen. Aber was ich dann dafür gesagt habe, was ich dann gerne hätte, ist, genau, auch hier im Türbereich möchte ich gerne komplett den Teppich dann haben. Also das heißt einmal den hinteren Bereich, aber natürlich ist das rausnehmbar, nicht geklebt, das ist klar. Ja, somit werden wir uns da jetzt ranmachen, das Ganze so zu bauen, dass wir einen kompletten Teppich hier im Gang haben. Genau. Werden wir mal sehen, ob das alles so Priesel ist, wie wir was haben wollen, aber das ist Kompromiss. Manchmal muss man einen Kompromiss schließen. Wie genau das dann alles dann aussieht, das seht ihr jetzt, also wie das alles und ob es überhaupt so klappt, wie ich es mir vorstelle. Wenn das nämlich nicht klappt, ja, dann müssen wir was anderes machen. Das werden wir aber dann sehen. Dann kriege ich meinen Läufer, wenn es nicht klappt. Dann kriege ich die Trittstufen ein. Nein, wenn nur, weil es nicht klappt, bleibt das, hallo, dafür kann ich ja nicht. Dann hast du dich falsch vermessen. Okay, gucken wir mal. It's a struggle in the strife, but don't you agree, with beating hearts we're still alive. Auch das dritte Bauabschnitt ist damit abgeschlossen. Ist immer nicht so einfach, wenn man so einen störrigen Teppich hat. Also ist nicht perfekt geworden, aber gut, shit happens, ist halt so. Also wer Adrian ist, also à la Monk, für den würde das jetzt eine Krise sein. Ja. Der müsste natürlich jetzt zu einem Händler fahren, beziehungsweise zu einem Stoffhändler, näher, keine Ahnung, wie das denkt, Polsterer, dem einen das zurechtschneidet, dass es explizit so reinpasst, dass du es reinlegen kannst. Ja, gut, okay. Also gerade Rundung und so weiter, das hinzukriegen, du kannst es halt nur so ein bisschen vorsichtig nachformen, gerade wenn der Teppich halt so robust ist. Ist so. Aber ist nicht schlimm. Das kostet natürlich weitaus mehr. Wie gesagt, wir haben ja jetzt für diesen Teppich wieder 6 Quadratmeter 30 Euro bezahlt. Ja, finde ich sehr gut. Hat, glaube ich, 4 Euro. 5 90, Euro. Ja, 5 Euro, 35 Euro haben wir jetzt insgesamt bezahlt. Ja. Also, und dafür haben wir einen Wohlfühlfaktor jetzt einmal von der Dinette bis ins Bad hin. Genau, wir zeigen euch das gleich nochmal richtig. Per Foto machen wir das am besten, weil das kann man besser einblenden. Für ja, das bis auch. Hier hinten, hier ist noch ein bisschen, hier ist offen gelassen, das hat aber seinen Zweck, weil wie gesagt, das ist auch ein Teil, was wir ja im Sommer rausnehmen wollen, weil dann ist es vielleicht auch angenehm, diese Frische hier. Bloß das Wichtigste in der Dinette, das war das A und O. Oh. Auf jeden Fall merkt man gleich, es ist sofort, wenn man drüber läuft, eine ganz andere Wärme. Das ist definitiv so. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen mehr isoliert ist. Also im Winter wird es ein bisschen, gerade vorne im vorderen Bereich, hast du gleich gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, andere Isolierung darunter nochmal hat. Nochmal zusätzlich, finde ich. Es ist auf jeden Fall angenehm. Wir werden es ja austesten. Wie gesagt, wir haben schon mal angeteasert, es wird eine längere Winterreise geben. So, jetzt haben wir noch ein zweites Problemchen. Das ist hier hinten. Da müssen wir wahrscheinlich ein Bild einblenden. Denn hier hinten ist ja so eine Lampe drin. Genau, wir zeigen euch das auf dem Bild jetzt gerade. Genau, und da ist eine Batterie drin und die lässt eigentlich gefühlt schon nach einem halben Jahr eigentlich. Die war schon nach einem halben Jahr, war schon irgendwie das Licht fast aus. Wir haben es jetzt im Sommer ja nicht wirklich gebraucht, das haben wir dann auch ausgeschaltet, aber jetzt, wo wir es wieder einschalten wollten, war die Batterie ganz leer, also naja, egal, wir haben jetzt was anderes organisiert und ich mache das jetzt vernünftig. Genau, Flutlicht kommt da jetzt rein, genau, dass wir im Winter theoretisch, weil meistens hast du ja gar kein Licht immer auch so an, du hast nur hast hier die Ambientbeleuchtung, weil du brauchst ja theoretisch nicht viel Licht, dann ist aber schön, wenn hier in diesem Schrank Licht ist. Es ist ja unser Vorratsschrank, ist ja nicht ein Kleiderschrank wie im typischen Sinne. Nein. Und ja, sogar mit Schalter, das heißt, man kann es auch ausschalten, dass man sagen kann, wir brauchen es nicht. Das wird Stefan jetzt machen.
für unsere zweite Wintererweiterung. Mhm. Und ja, das zeigen wir euch dann Schritt für Schritt, wo dieses Kabelchen angebracht wird. Da muss er ja, weil wir wollen Strom noch verlegen. Strom muss er noch verlegen. Also es geht noch ein bisschen weiter. Also Teppich ist jetzt abgeschlossen. Wenn das jetzt nicht weiter interessiert, Daumen nach oben, liken und sowas alles. Ne? Und jetzt geht's weiter mit Licht. Die Lampe haben wir jetzt schon mal ausprobiert. Die ist wirklich sehr hell. Die werden wir auf diese Seite rüber bauen. Hab hier auch schon Strom hergelegt. Also das heißt, den hole ich mir von hier oben, wo wir im Prinzip den Schalter haben. Da hole ich mir den Strom weg. Und ja, dann habe ich so einen kleinen Magnetschalter. Das ist der Gegenmagnet. Und hier hängt das andere Teil, was dann im Prinzip den Strom schalten kann. Das wird im Prinzip hier nur an die Tür dann das Gegenstück angebaut. Und hier an den Magnetschalter. Und dann geht das, wenn man die Tür aufmacht, natürlich wieder automatisch das Licht an. Weil das, diesen Luxus, den wollten wir uns natürlich schon gönnen. Also habe ich halt so einen Magnetschalter da gekauft. Jetzt muss ich mir überlegen, ist das jetzt ein... Das ist ein... Ein Öffner ist das, genau. Also Schließer würde nicht funktionieren. Schließer sind die Kontakte, die am Fenster sind für eine Alarmanlage. Und das ist jetzt der Öffner. Das heißt, wenn er weggeht, dann öffnet er den Kontakt. Wenn er rangeht, dann öffnet er den Kontakt. Und dann ist das Licht auch aus. Ja, und wenn wir die Tür aufmachen, ist das Licht an. So ist es ja geplant und so war es ja vorher auch. Genau, das heißt, jetzt werde ich erstmal das Ganze hier festschrauben. Und wenn das fertig ist, naja, dann sehen wir weiter. So, nachdem Marcel mich auch wieder rauslässt und ich den Magneten jetzt angeschraubt habe, komme ich jetzt aus dem Schrank wieder raus. So, wer beseitigt jetzt das Chaos? Du. Zweiter Step ist jetzt auch fertig. Das heißt, wir haben den nächsten Teil für unsere Wintertauglichkeit gemacht. Eigentlich den dritten Teil, weil wir haben auch das Fach ausgeräumt. Diese ganzen Getränke, die hatten wir nicht nur drin. Und wir hatten den jetzt tatsächlich schon... 3 Grad minus ist auch hier feucht. Man merkt, es muss auf jeden Fall raus. Nee, 3 Grad minus, nicht 3 Grad plus. Auf jeden Fall kalt genug. Für mich sind auch 20 Grad ist noch kalt. Ja, na, das ist ja klar. Auf jeden Fall leichter Oberflächenfrost auf dem Dach war schon. Also von daher sollten wir zusehen, dass wir jetzt so langsam mal das ganze winterfest machen. Genau, dass wir die Lebensmittel, die wir jetzt nicht immer brauchen, rausnehmen. Und dann müssen wir sie halt jedes Mal, wenn wir eine Tour machen, wieder reinmachen. Das ist jetzt die Zeitpause. Genau. Und Licht ist auch wieder da, das heißt, ich weiß gar nicht, jetzt hat das hier liegen, das war ja vorher hier verbaut. Und Schütz. Also das war der Rest davon, was verbaut ist. Ich hol's mal hoch, oder holst du? Ich hol's mal hier hoch, mit so einem Klebedings, hier irgendwie so eine Mini-Batterie, die man natürlich auch so toll immer bekommt. Ne, das sind drei Knopfzellen sind das, also, aber das ist trotzdem doof, irgendwie Verschwendung und naja. Also braucht kein Mensch, jetzt haben wir eine Dauerbeleuchtung, das seht ihr jetzt gerade, man macht's auf und dann geht's sofort an und es ist richtig gut ausgeleuchtet. Wir hatten jetzt überlegt, packen wir es so, denn das ist alles, muss aber nicht sein, weil ich finde, das muss auch mit unseren Jacken, wenn wir sie denn bei haben und sie dann doch reinpacken. Genau. Gerade im Winter kann es ja sein, dass man manchmal zwei Jacken an Bord hat, weil was Kaltes und was anderes noch. Auf jeden Fall können wir sagen, wintertauglich ist es. Was wir euch vergessen haben zu zeigen, denn unser Kühlschrank ist huibui gewesen. Also hat geknarzt bis zum Gehtnimmer. Sobald er aufgemacht hat, hat es gemacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Dank dem guten WD-40 sollte man immer an Bord haben. Ja, Allzweckwaffe ist halt einfach so. Genau, und jetzt knarzt es nicht. Mal gucken, wie lange. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir alles gemacht. Richtig toll. Jetzt haben wir einen Teppich hier im Wohnmobil. Und es ist wirklich angenehm zu laufen. Ja, sofort. Und das merkt man sofort. Da freue ich mich auf die nächsten Touren. Ich auch. Ja. Das soll es dann auch gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Maße müsst ihr alle selber machen. Das macht keinen Sinn, was zu sagen. Aber mit so einem Fahrzeug, Fiat Ducato, in einem Malibu, wobei ist fast also 6 Quadratmeter reichen ohne Probleme aus. Ja, je nachdem, wie sie geschnitten sind. Also unsere war halt 2 Meter Rolle. Also von daher 2 Meter mal 3. Alles genau. Gut passt. Deshalb. Aber in der Regel sind es 2 Meter. Deshalb reicht das. Ja, dann würde ich sagen... Schreibt gerne einen Kommentar, was macht ihr so? Hättet ihr zum Beispiel diese Tür, also die Eintritte, hättet ihr das gemacht? Hättet ihr hier nur einen Läufer gelegt? Das interessiert uns natürlich. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.